Pepper, ja, das ist das hier. Okay, ja, dann auf geht's, oder? Das, warte, das sind mehrere markiert. Diok, mach mal die, deine Markierung weg. Es ist nicht mehr markiert. So, das, was jetzt markiert ist. Jetzt sind wieder zwei markiert. Okay, wir können uns jetzt schon die Kristalle geben. Okay, ja, lass es einfach dort machen, oder wir müssen da eh kurz auf den Expert-Leader warten. Ja, lass mal extra machen. Na, 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 na. Wie lange bist du heute noch an, bis das fertig ist jetzt? Eigentlich wollte ich noch Multiplayer, aber wir haben halt auch schon wieder 5:30, ne? Ich hab noch nichts gegessen heute, außer ein Stück Brot. Ich habe noch gar nichts gegessen und ich habe um 19 Uhr Training. Ja, dafür kannst du dir danach irgendwas Geiles gönnen. Ja, aber auf leerem Magen trainieren ungeil. Aber es ist am effektivsten, ne? Es stinkt so sehr, wenn man zum letzten Exfil geht und es sind noch so viele Leute in der Lobby. Die nerven mich. Die klauen mir all meine Kills. Ich glaube, Chris wurde heute noch nicht genervt von den Leuten. Nee, nee, noch kein einziges Mal. Mir wurde auch noch kein Killauftrag geklaut. Und keine Festung geklaut. Hier kommt gleich Wasser, ne? Du musst über die Brücke. Ja, ja. Alles einkalkuliert. Okay. So. Oh, ich lass es so drüber rollen. Dann trinke ich jetzt meine Perks. Es ist echt ein bisschen schade, wie easy das am Ende ist. Chris, komm her. Wie wenig Zombies kommen. Ja, ja. Deswegen ein bisschen schade. Oder? Okay, was denn? Mach's gut, Jungs. Bis morgen. Ciao, ciao, Phil. Ciao, ciao. So, Dirk hier erstmal das goldene Punch. Ah ja, stimmt. Ich kann mir meins schon reinhauen, ne? Und Chris, hier ist dein Speedcola. Mhm, warte. Hier sind auch meine Zombies. Goldenes Werkzeug wolltest du, glaube ich, noch droppen, oder? Ja. Oder haben wir gesagt, drauf scheißen? Wechselt das Magazin! Hier. Zack. Hat jemand noch halt blaues Werkzeug oder so? Das ist so krass. Ja, ich habe ein blaues. Ja, würde ich nehmen. So, ich Perks. Ich kann noch einmal Death Perception jemanden droppen. Ja, nehm ich. Das nehme ich. Deadshot Daikiri auch noch. Okay, ja, ready. Ja. Ich glaube, die ganzen Perks sind sogar eigentlich gar nicht so wichtig. Ich glaube, nur Stamina up und... Also Perks sind wichtig, anscheinend. Okay. Also ich glaube, es ist so ein Holdout, weißt du? Nee. Keine Ahnung, was du meinst. Wie findest du die Pack-a-Punch 3 Camo mit diesen DNA-Strängen? Ich finde die nicht so geil irgendwie. Ist nicht so geil wie Borealis. Nee, also auf gar keinen Fall. Ich finde generell die Pack-a-Punch-Camos nur Digga, ganz cool. Guck mal, ich spiele die Wasp Swarm Akimbo, ne? Die hat einfach gepuncht in jedem 200 Schuss. Alter. Zeig mal, drop mal kurz. Digga, das überlagert sich auch einfach so die Zahlen unten rechts, ne? Stopp, meine Muni. Was für deine Muni, hä? Das ist doch meine Muni, oder? Die Auswechselding? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, in welchem das gespeichert wird. Wie viel hast du jetzt noch, Auswechsel? 444. 444? Ich hatte mehr sogar. Ja, nee, dann ist es... Ist nicht so tick, ist wieder der Hybrid-Heli einfach. Nee, bei mir hat das kommt, bei mir hat das kommt. Nee, bei mir wieder nicht. Bei mir wieder nicht. Mission geht auch ohne Perks easy, okay. Was eigentlich, wenn irgendwelche Randoms jetzt hier einsteigen? Gute Frage. Dann kommen die, glaube ich, auch in die Mission. Wild. Das war ja, es gab Lass ja. Lass mal rausspringen, da, oder? Was passiert, wenn ich jetzt rausspringe, dann bin ich nicht dabei einfach, ne? Es gab ja diesen Bug, dass, wenn jemand diesen Exfil-Heli von der ersten Mission geholt hat, dass jeder in der Lobby in diese Mission gezogen wurde. Stimmt, ja, true, ja. True. Habe ich auch gesehen. Beziehungsweise, wir haben auch schon Leute in den Chat geschrieben, also in den In-Game-Ding-Chat, so, please Exfil. I'm gonna make the story now oder so mäßig, sodass die Leute noch quitten können, bevor sie in diese Mission gezogen werden. Das ist aber korrekt. Ja. Tikis Ausrufezeichen Sheet. Ausrufezeichen Sheet. Es ist in dem Interstellar-Video aber auch verlinkt. So, let's go. Das ist jetzt, wofür der ganze Schmerz war. Heute war wirklich Pain, diese Challenges, ne? Das war wirklich, das hat so viel Lebensenergie gekostet. Ich habe in der Vorschau hier gerade 1200 FPS gehabt. Ich habe 9 FPS gerade. Jetzt habe ich 21. Jetzt habe ich nochmal wieder. Jetzt habe ich wieder auch nochmal, ja. Oh, ich hatte ganz kurz Angst, dass es crasht.
Ja, scheint loszugehen. Ich hatte auch gerade Angst, dass es crasht, weil ich die ganze Zeit 9 FPS hatte. Ja. Aber es scheint zu gehen. Ich hab 300 jetzt. So. Ja, sieht gut aus. Alter, was ist denn das hier? Aber ist das jetzt die gleiche Map wieder? Nee, ne? Also wir sollen... Das ist noch die Warzone-Map, ne? Das ist Ashika. Das ist hier der Strand. Ja, ja. Und hier Hardhead. Finde ich ein bisschen kacke, dass... Wo ist Hardhead? So Platten in... Ja, hier Hardhead. Da. Ich kann nicht markieren. Aber hier bin ich raus, links. Ach, das ist Hardhead hier? Ja, ja. Hab ich gar nicht gesehen. Aber wir müssen runter, oder? Ich weiß nicht. Ich denke schon, oder? Ja, komm. Der Disembark vom Helikopter, ja. Ja. Ich will mir ganz kurz Hardhead angucken. Alter! Was passiert da? Ja, das war's dann. Stell dir vor, wir wären drin geblieben. Das war's dann wohl mit unseren Heli. Die liegen überall. Ja, ich mach das Perception doch rein lieber, ne? Dass eben genau ich sowas sehe. Ich hab Packet Burst. Ich nicht, zum Glück. Irgendwo ist ein Sniper. Ja, oben drauf, glaube ich. Wechsel das Magazin! Oh, warte, hier. Was denn? Ich hab den Sniper, alles gut. Waren die nicht auf dem Dachdach? Ja, die ganze Zeit schießt hier irgendwo. Ja, Sniper sind auf dem Dach. Platten! Wenn ihr Platten findet und schon voll habt, immer in eure Stacken, ja, ja. Schocksoldat? Ist der tot? Ich glaube schon. Ich glaube ja. Digga, die haben manchmal so viel Leben, ne? Aber wie schnell man sich Platten gibt, ist echt krass. Oh mein Gott. Und flinke Hände. Schön die aus der Hüfte ACR-Kills mitnehmen, wichtig. Die Söldner aber doch nicht so. Ach, zählt das nicht? Nee, nee, nee. Zählt gar nicht zur Challenges? Oh, das ist ja blöd. Hier könnt ihr Ammo ausstocken. Und von hier können wir innen hoch, die Rock. Ich gehe außen gerade hoch, das ist schlecht. Ja, ich. Hä? Ich doch auch. Auf der anderen Seite. Oh, die Sniper auf dem Dach. Nein! Die Jungs runtergefallen. Ist das geisteskrank. Ich bin gleich mal gespannt, ob das zumindest halbwegs schwierig wird dann mit so einem Bossfight oder so. Weil das ist jetzt hier gerade wieder einfach nur in KI reinschießen. Das ist ja safe, das ist schwerer, Bro. Ich sag nicht. Ah, Place Explosive, okay, mach ich. Okay, ich mach das andere. Explosive geplantet? Ich lass mich das andere machen. Ah, wir hier um die Raketenstellung kaputt zu machen, ne? Ja. Okay, machen wir. Boah, ich krieg ganz schön viele Airstrikes hier. Also. Wechsel das Magazin. Eins put. Ey, hier sind auch ganz viele Dings. Nimm diese, ja, Geschützmods mit. Genau, das habe ich auch gerade gesehen, ja. True, good call. Boah, diese Elite schlucken. Ich glaube, das war so geil, war die Elite damals? Boah, das war so geil in MW3. Mit den Elite, mit den Visitenkarten und so. Ja, Mann, das war so Hammer. Weil das immer einem Clan beitreten, der diese Visitenkarten da hat. Und dann wieder rausgehen. Und dann wieder rausgehen, ja. So, und jetzt? Okay. Nächstes. Okay. Also Hinder, okay, ab geht's, oder? Hinder! Was sind diese Kristalle, die hier überall sind? Boah, da wird gesniped. Das sind auch diese Kristalle von Dings. Von Cold War, ne? Und Outbreak und so. Ja, von diesem Outlast-Contract, das sind ja auch immer. Ah, true, was ja. Was landen sie jetzt? Ah. Hier kommen Zombies. Ah, jetzt müssen wir auch so ein Ding eskortieren, glaube ich. Ah ja. Digga, einfach. Ja, aber voll geil. Hier kann ich jetzt richtig gut die Aufgaben machen. Ah, jetzt hier aus der Hüfte. Ja, ja. Ja, das ist übertrieben gut für mich. MCW-Kills aus der Hüfte, übertrieben geil. Ja, jetzt noch. Und auch noch Insta-Kills. Alter. Theo, du kannst sogar ein paar lassen, wenn du magst, zwischendurch. Alter. Oh mein Gott. Ich hab den Witch gewone-shottet einfach. Okay. Aber wir müssen den Bums jetzt hier aktivieren, ne? Ja. Ja. Hier ist Munibox. Eskorte starten. Jetzt.
Was ist da? Ah, Munibox. Ich hab Muni-Mod verstanden. Muni-Mod? Muni-Mod? Ja, einfach Mod, der gibt dir Muni. Für die Waffen. Wäre auch okay, wäre auch okay, sag ich jetzt einfach mal. Hinter uns. Mängler. Und ein Disciple. Disciple muss ich töten? Und noch ein Mängler. Und noch ein Disciple. Oh, geil. Die Disciple, Disciples könnt ihr weak machen. Ja, ich glaube, wenn ich die weak schieße, sind die instant tot. Auf die Füße oder so, geht das? Ah ne, warte, ich mach das, alles gut, ich hab doch selbst auch. Wieso? Ich hab ihn echt sehr weak geschossen. Hier. Dein, oder was? Ja, ja. Warte, ich hol mir den schnell. Er ist one bullet. Ich glaub, ihr habt den trotzdem bekommen. Nein, der ist nicht tot. Doch, oder? Ah, jetzt ist er tot. Naja, ich glaube, ihr habt mit einem Ammo-Mod oder sowas. Oh, okay. Da ist noch einer. Ich hab kein Ammo-Mod drauf. D-Rock vielleicht? Nee. Hey, da ist irgendwie so fast tot gewesen schon oder so. Dio, bleib nur auf dem LKW, ich helf Chris mit zu schießen. Ja. Guck mal, wie weak der jetzt ist, passt es? Ja, ja. Ich mach das jetzt. Hier ist noch einer sogar rechts. Digga, wie krass, aber das ist ja perfekt dann. Für genau solche Camo-Challenges halt, ne? Also du kriegst im Dings sogar mehr in dem Outlast, in Escort-Auftrag in Stufe 2 machst du halt. Also es ist halt ein Escort-Auftrag Stufe 2, das ist halt normal dafür. Okay. Da kommen so viele Bosse. Da ist ein Mängler. Er stirbt nicht. Oh mein Gott, jetzt bin ich vielleicht tot. Hier ist noch ein Disciple, komm mal zu uns, Chris. Sofort. Oh mein Gott, ich bin. Ach du Scheiße. Ich komme. Ja, also Pack a Punch 3 mit goldener Zange ist over. Das ist ja geisteskrank. Also ich one-shot alles. Naja. Ich hab 60 Schuss ACR und alle fallen fast instant um. Ich hab hier Rüstung wieder. Hier, der ist one-shot auch. Okay, ja. Ich weiß nicht, ob das one-shot ist, aber ja. Also für mich ist das one-shot, für meine Waffe. Also für die... Keine Aussätze. Oh, guck mal, jetzt ist da One-Shot für dich. Welcher? Den du gerade getötet hast. Achso, ja. Ja, ja. Jungs, jetzt also, sind hier wieder Soldier, pass auf. Und Sniper. Ja. Hier kommen noch ein paar von eben. Alles schön aus der Hüfte töten, wichtig. Noch ein Jünger hier. Mhm. Hab die Kills aus der Hüfte, auch wichtig. Das One-Shot der Jünger. Max Ammo. Jünger hab ich markiert. Ja, warte. Digga, das ist ein Mängler geflogen gerade, ich hab's gesehen. Jünger ist immer noch nicht tot, ganzes Magazin drauf schon. Digga. Ja, ich weiß. So, auch also dead. Ich weiß. Die Waffe ist einfach nur übertrieben weak. Ja. Die Renetti ohne. Warum hast du nicht gepuncht? Weil ich nicht doppelt punchen wollte. Weißt du, ich dachte, so eine Waffe reicht ja easy. Wo will das Kackteil eigentlich hinfliegen? Fliegen will es, glaube ich, nirgendwo hin. Also fliegen, da ist noch das ist wieder ein Junge, ja. Machst du den Weak oder soll ich? Ich mach den Weak, der heilt sich gerade an D-Rock. Stark. Ja, mach du die Weak, Bro, du hast ja auch. Ja. Markiert mir die einfach, wenn ihr irgendwo was seht. So, Mängler. Ah, Mängler muss ich mit ACR auch töten. Wieder tot. Mängler habe ich schon 100 Stück getötet. Perfekt. Ich habe hier Max Ding. Volle Kraft. Aber wir haben es geschafft, oder? Lass was! Nein, niemals. Aktivieren. Duschleise aktivieren. Jetzt safe nochmal stark. Wir haben es gleichzeitig gemacht, einfach. Nein, ich bin safe verbuggt jetzt. Ja, du bist verbuggt. Nein. Okay, wir müssen Chris beschützen. Ich hab's aber. Ich bin verbuggt. Ich auch. Ey, da ist so ein Megaton, Hilfe tot. Er ist weg. Ja, mich auch. Ich bin stuck. Nein, das ist nicht euer Ernst. Aber ich kann schießen zumindest. Ich kann gar nicht schießen. Hast du eine Streak dabei? Hol mal die Streak raus. Ja. Hat's geklappt? Hat's gepickt? Ja. Aber stuck bin ich trotzdem. Stuck bin ich auch trotzdem. Ich hoffe, wir müssen nicht irgendwo extra. Wie kann ich das fixen? Chat, kennst du ja jemand mit aus? Wie lange muss man das jetzt defenden? Ich hoffe nicht so lange. Hilfe.
Lass dich down machen. Ja, ich habe halt keinen Safe. Ja, lass dich down. Ich hab Healing. Ich hab Healing. Ah, ja, okay. Ja, dann. Lass mich töten. Nein, ich hab. Ach, Digga, ich hab einen Platten gegeben. Lass mich mir auch töten mit dem. Ja, geht ja nicht. Ich sterb mit dem Ding. Ey, warte, vielleicht ist. Ja, ist fertig. Nein, das war. Nein. Lacher. Wie Sie sehen, war der Test erfolgreich. Der Ether-Neutralisator destabilisiert. Das ist halt dann, also ich glaube, wir haben Overkill gemacht mit dem Triple Punch. Hast du gesehen, wie schnell ich den Fettsack getötet habe? Ja, ja. Ich habe auch drauf geschossen, es war so schnell. Lass zuhören. Stark angereichert. Meinen Projektionen zufolge hält waffenfähiges Ethereum unserem Prototyp stand. Anders gesagt, alles umsonst. Das war Verschwendung von Zeit und Ressourcen. Keinesfalls. Das Prinzip wurde bewiesen. Wir müssen den Neutralisator nur verstärken und die Leistung neu kalibrieren. Und Sie kriegen das hin, ja? Nicht ganz. Aber Sakaya verfügt über die Studien von dem Experten für Ethereum-Anreicherung. Strauß. Mein alter Freund? Freunde sind ein Luxus, den ich mir nicht leisten kann. Huh. Sakaya verwahrt Strauß' Forschung in einem Tresor. Er ist schwer bewacht, aber diese Forschung ist der Schlüssel zum Verbessern des Neutralisators. Wir haben keine Zeit dafür. Unser Fokus liegt auf Sakaya selbst. Und wenn wir ihn finden, dann was? Dann setzt er seine Fiole ein und wir können nichts dagegen tun. Deadbolt kann vielleicht hart genug zuschlagen, um es einzudämmen. Aber wenn es darum geht, es zu beenden, ist der Neutralisator die beste Chance. Gut. Holt Strauß Daten. Seht, was Frau Doktor damit tun kann. Ja, sie ist der Wirt. Also das war ja so einfach. Also sorry. Ist das geisteskrank. Was kriegen wir dafür jetzt? Akt 3. Akt 3, neue Mission. Oh. LGD. Ah, ein Fahrzeugskin tatsächlich. Guck mal, ein LTV-Skin kriegt man. Hier, ja, da ist der LTV-Skin. Der sieht schon echt geil aus.